Bei dem Einbruch in den Medikamentengroßhandel gestern wurden ausschließlich rezeptfreie Erkältungsmittel gestohlen. Das klingt nicht besonders wichtig, aber Franziska und Hans haben herausgefunden, dass mehr dahinter steckt. Alle gestohlenen Medikamente enthalten nämlich Ephedrin, ein Basisbestandteil des sogenannten Crystal Meth. Das Dreckszeug wird jetzt also nicht mehr nur in Tschechien hergestellt, sondern auch in unserem schönen Hamburg und ist bei Arbeitern und Studenten genauso angekommen wie in der Partyszene. Halb Hamburg putscht sich auf. Melanie und Mattis haben ein Drogenlabor ausfindig gemacht. Dort haben sie auch die gestohlenen Erkältungsmedikamente sichergestellt. Drogenlabor, wie es im Buch steht. Außerdem konnten wir einen von zwei Drogenköchen festsetzen. Polizei! Keine Bewegung! Mit dem Gesicht zur Hand! Machen Sie die Beine auseinander! Jetzt nehmen Sie die Hände nach oben. Und jetzt drehen Sie sich um. Du wusstest die ganze Zeit, dass Nelly in die Sache verwickelt ist. Was hattest du denn vor? Wolltest du sie außer Lande schaffen und so tun, als wäre nichts gewesen? Ich komm, das ist doch Blödsinn, ja? Reden Sie ruhig weiter. Eine Sekunde mal, wer sind Sie eigentlich? Werner Preis, LKA. Und das ist mein Fall. Mit anderen Worten, ich stelle hier die Fragen. Also wofür wolltest du Zeit gewinnen? Damit Nelly abhauen kann? Ich wollte wissen, wie es passiert ist, wie sie da reingeraten ist. Wir reden hier von meiner Tochter. Was soll das? Du hast alles gekriegt, was du wolltest. Sprich dich rum, dass du mit den Bullen arbeitest. Das kann ich nicht einfach durchgehen lassen. Nein. Keine Sorge, nur eine kleine Gravur. Keine Bewegung! Polizei! Legen Sie das Holz weg! Ihr nehmt die Waffen runter! Na los! Ganz ruhig! Messer runter! Die Waffen runter, Mann! Nehmen Sie das Messer runter! Auf den Boden! Und dann an die Wand! Wenn ihr euch einen Zentimeter bewegt, schlitze ich die Kleine auf, okay? Okay, ganz ruhig, ganz ruhig. Leg die Waffe weg. Hans, auf den Boden, Mann. Leg sie weg. Eine Kaffeedusche genommen. Ja, der Aufzug hat einen Ruck gemacht und platsch. Ich rufe mal gleich den Techniker an. Das habe ich schon gemacht. Sie müssen gleich da sein. Wo ist Dr. Jonas? Im Schockraum. Notfall, Messerstichverletzung. Warten Sie auf uns. Bleiben Sie drin, wir haben keine Zeit. Er muss sofort ins CT. Frauke, sagen Sie Bescheid, dass wir kommen. Mach ich. Danke, geht schon. Er wacht auf. Nicht. Sie sind im Elbkrankenhaus. Sie sind in guten Händen. Werde ich jetzt sterben? Bitte sagen Sie mir, ob ich jetzt... Sie heißen Tomasz, nicht wahr? Ja. Hören Sie zu, Tomasz. Sie haben ein Messer im Bauch und wir werden es rausholen, okay? Okay. Okay. Nein. Die ganze Penne ist ausgefallen. Ich rufe den Hausmeister an. Ich habe kein Netz. Verdammt nochmal. Aber ich. Hallo, alles gut? Frau, hören Sie mich? Ja, wir stecken scheinbar im Fahrstuhl fest. Nee, oder? Sagen Sie bitte dem Haustechniker Bescheid. Sie müssen uns unbedingt rausholen. Ja, mache ich. Ja, wir haben hier einen Notfall.
Also die Bullen haben unser Crystal und sie haben das Mädchen, ja? Genau. Und wo ist Tomasz? Ich habe gefragt, wo mein Bruder ist. Diese Nelly hat ihm ein Messer in den Bauch gerammt. Lebt er noch? Lebt er noch? Ich weiß es nicht. Sorry. Wo ist diese Nelly jetzt? Ich vermute auf der Wache bei der Speicherstadt. Ah, da bist du ja endlich. Alles okay? Stimmt das nicht? Ja, Jung. Hallo, Frau Jung. Hier ist Emmas Lehrerin. Wer ist da? Frau Kösters, ist was passiert? Geht es Emma nicht gut, weil sie heute nicht in der Schule war? Wie nicht da? Ja, Moment mal, warten Sie kurz. Ich rufe Sie gleich zurück, ja? Ja, aber heute. Ja, sofort. Danke. Alles in Ordnung? Ja. Ich muss mal Philipp anrufen. Wo ist Nelly? Die war ein bisschen blass um die Nase und wollte kurz Luft schnappen. Das Analgetikum lässt nach. Ich weiß Sie nicht sagen. Wenn wir hier raus sind, dann gebe ich Ihnen noch was gegen die Schmerzen. Versuchen Sie ganz ruhig ein- und auszuatmen, ja? So. Die Türen müssen unbedingt geöffnet werden. Ich weiß, wer dahinter steckt. Wir sind ganz dicht an ihnen dran. Ja, aber was? Wir haben gestern ein Drogenlabor entdeckt und Nelly scheint in die Sache verstrickt zu sein. Du musst mir jetzt vertrauen. Hörst du? Ich werde dir alles erzählen. Gut. Nelly ist entführt worden. Was? Ja, vor unseren Augen. Die Dealer? Hundertprozentig. Gibt's ein Kennzeichen? Ja, Hamburger Kennzeichen. Die Ziffern konnte ich nicht erkennen. Haben wir schon irgendwas über den Typen im Krankenhaus? Wir sind dran. Wir brauchen alles. Freunde, Familie, Komplizen, einfach alles. Jede Kleinigkeit ist wichtig. Ist klar. Marian bleibt hier. Habt ihr Franzi gesehen? Die telefoniert, glaube ich. Ich informiere Halle. Okay. Frauke? Warum geht diese verdammte Fahrstuhltür nicht auf? Also, es gibt ein klitzekleines Problem. Und welches? Naja, die Aufzugstür ist offen, aber der Aufzug steckt zwischen den Etagen fest. Verstehe. Ja, die Feuerwehr fragt, ob sie den Patienten rausheben können. Auf keinen Fall. Der Patient darf auf keinen Fall bewegt werden. Dr. Jonas, sein Kreislauf. Bleiben Sie mal dran. Sein Puls ist schwach, aber fühlbar. Frauke, wir müssen hier sofort raus, hören Sie? Es geht um Leben und Tod. Okay, ich tue mein Bestes, ja? Der Fahrstuhl steckt zwischen den Etagen fest.
rufst mich an und schon bin ich da. Geht um Emma, oder? Weißt du, wo sie ist? Ist bei mir. Oh Gott. Ich habe mir solche Sorgen gemacht. Ist alles gut. Ist gut. Ist sie von allein zu dir gekommen? Ja, sie hat Angst, dass du wütend bist auf sie. Was? Ja, natürlich bin ich wütend auf sie. Hat sie dir auch gesagt, dass sie die letzten zwei Tage nicht in der Schule war? Unter Tränen. Du weißt, warum sie so drauf ist, ha? Den anderen beiden geht's nicht besser. Was schlägst du vor? Wir brauchen eine Entscheidung, wie es mit uns weitergeht. Ich brauch die auch. Philipp. Im Ernst, ich will dich ja nicht drängen, aber... Ich schaue auch nicht zu, wie die sich quälen, nur weil du keine Entscheidung fällen kannst. Okay, gut. Wenn ich mich jetzt entscheiden soll, dann ist es vorbei. Bist du sicher? Vermisst du mich gar nicht? Doch. Jede Sekunde. Aber wenn du da bist, dann tut's noch mehr weh. Hallo? Hans Mo? Ja, wer ist dran? Ich habe Ihre Tochter. Ich will Sie sprechen, geben Sie sie mir. Reicht das? Nelly ist hier und sie lebt. Noch. Bitte tun Sie ja nichts. Bitte. Ihre Tochter hat meinen Bruder abgestochen. Ich will wissen, ob er noch lebt. Er lebt. Er ist im Elbkrankenhaus. Ich will einen Beweis. Er wird operiert. Er ist unter Narkose. Wie soll ich Ihnen das beweisen? Ich rufe Punkt 18 Uhr wieder an. Dann will ich mit meinem Bruder reden. Sonst ist deine Tochter tot. Hallo? Sind Sie noch dran? Hallo? Scheiße! Die Ordnung wird schnell gehen. Ach Quatsch, Mann! Der Mistkerl kennt sich da aus! Okay. Wenn wir seinen Bruder bis 18 Uhr nicht wieder fit haben und er mit ihm sprechen kann, wird er Nelly umbringen. Der ist ja völlig wahnsinnig. Keine Ordnung möglich. Was ist denn hier los? Er wird das Handy zerstört haben. Okay, ich rufe Lindberg an. Wolle, du setzt dich mit Frauke in Verbindung und fragst nach, wie es um diesen Thomas steht. Frauke, wie sieht's aus? Ja, der Techniker wartet auf irgendein Teil. Es ist was mit der Elektronik. Wie lange wird denn das noch dauern? Ja, konnte nicht sagen. Ist Hase bei euch? Ja, Jasmin, ich bin hier und kann alles mithören. Das ist gut. Ich denke, ihr braucht jetzt dringend ein paar Infusionen und Medikamente, oder? Ja, du kannst meine Gedanken lesen. Wir stellen alles sofort zusammen und dann lassen wir die Sachen zu euch runter, okay? Gut, danke. Ja? Moin, Frauke, hier ist Wolle. Du sag mal, ihr habt da mal eine Frage wegen eurem Messerstichpatienten. Ja, dann frag mal. Das ist nicht euer Ernst. Ich habe Lindberg nicht erreicht. Sein Handy ist aus. Ich habe Frauke erreicht. Die Situation um diesen Thomas ist quasi festgefahren. Was heißt das jetzt? Wir sitzen im Aufzug fest. Oder das ist keine Zeit für Witze. Wie im Aufzug? Mit dem Messer im Bauch? Er wurde eingeliefert, sollte ins CT gebracht werden und der Aufzug ist zwischen den Etagen hängen geblieben. Er wird immer wieder bewusstlos.
Okay. Das heißt, wir müssen Nelly bis 18 Uhr finden. Für mich gibt's erstmal keine andere Option. Wolle, du bleibst trotzdem mit Frauke in Verbindung. Ich muss wissen, wenn sich an deren Situation irgendetwas ändert. Verständlich. Danke. Also, was haben wir jetzt über diesen Tomasz? Hier, Tomasz Urban, mehrfach festgenommen wegen Deals, sonst nicht so viel. Was mit Komplizen? Keine bekannten Komplizen. Sein Bruder heißt Marek Urban. Langes Vorstrafenregister. Ja, die einzige Verbindung zu Marek ist ein alter Freund und Komplize. Gero Buchner, genannt Lemmy. Von klein auf haben die jedes Ding zusammen durchgezogen. Lemmy war gerade 2 Jahre im Gefängnis, Drogenhandel, Crystal Meth. Im Moment ist er gerade auf Bewährung draußen. Gut, dann statten wir diesem Lemmy einen Besuch ab. Wir müssen Haller informieren. Okay, los. Dein Vater ist also ein Buller, ja? Du hast meinen Bruder abgestochen. Tomasz war selbst schuld. Ich habe mich nur gewehrt. Ja? Dann werde ich doch jetzt auch. Na los doch. Na, warum wehrst du dich denn? Oder ruf deinen Papa in Bullen wieder. Hm? Na los doch. Hm? Warum wehrst du dich denn nicht? Marek, Marek! Wie sollen wir Thomas freikriegen, wenn du sie umbringst? Wenn du leben willst, dann halt die Schnauze. Wir gehen davon aus, dass dieser Lemmy weiß, wo dieser Marek Urban steckt. Gut. Melanie und Mathis, ihr macht euch auf und befragt diesen Lemmy. Du bekommst einen anderen Fall hier im PK. Das ist nicht dein Ernst. Hans, du bist persönlich in den Fall involviert. Dann quittiere ich den Dienst. Ich lasse mich doch von dir nicht erpressen. Niemand wird hier kündigen, Hans. Aber ich finde, er sollte die Möglichkeit bekommen, weiterhin an dem Fall zu arbeiten. Jetzt komm schon. Was würdest du denn machen, wenn es um deine Tochter geht? Irgendwo in der Ecke rumsitzen? Wir sollten die Kleine hier einpacken und uns über die Grenze verpissen. Und was ist mit Tomasz? Den lassen wir zu uns bringen, wenn er wieder fit ist. Ich meine, hey, wir haben die Tochter von den Bullen. Die machen, was wir wollen. Aber dafür ist das hier jetzt verbrannte Erde. Hamburg ist erstmal tabu für uns. Ist also. Okay. Du hast recht. Besorg eine neutrale Karre und dann hauen wir mit dir ab. Okay. Sobald wir dich über die Grenze kriegen, dann kann dein Bullenpapa gar nichts mehr machen. Und auch wenn Tomasz wieder gesund wird, ich mach dich kalt. So oder so. Und vielleicht besuchen wir dann auch noch mal deine Mama. Hm? Hallo. War nicht zu überhören, dass jemand hier ist. Genau genommen war gar nicht zu überhören. Ich werde die Entführung an Abteilung 4 melden und alles Weitere in die Wege leiten. Prima, machen Sie das. Aber wenn Sie meinen Rat wollen, lassen Sie Hans auf dem Fall. Warum sollte ich das tun? Schadensbegrenzung. Ein Mann wie Hans Mohr macht Ihnen mehr Ärger, wenn Sie ihn vom Fall abziehen, als wenn Sie ihn auf dem Fall lassen. Du hast schon mal Mist gebaut wegen deiner Tochter. Da war die Beförderung futsch. Wenn du jetzt auch nur einen Zentimeter vom Dienstweg abweichst, dann war's das hier für dich. Danke, Wolf. Franzi, nimm dir frei. Nimmst du mich jetzt nicht mehr mit? Geh nach Hause, sei für deine Kinder da. Ich kann jetzt nicht nach Hause gehen. Nimm mich mit. Na los, komm. Hans, bitte bring sie mir zurück, ja? Ja.
Brocke, wie sieht's aus? Ja, die Tasche mit den Medikamenten liegt jetzt auf dem Fahrstuhldach. Okay, und was mit dem Techniker? Nichts Neues, er ist dran. Gut, danke. Die Tasche liegt auf dem Dach. Nach Ihnen. Ja, ich habe meine Kletterschuhe zu Hause vergessen. Also, kommen Sie. Aber ich kann noch nicht auf die Trage. Das ist in Ordnung, kommen Sie. Sind Sie sicher? Ja, sicher. Kommen Sie schon. Auf drei. Oh Gott. Okay, und jetzt das? Eins, zwei und... Ich kann Sie festhalten. Oh, nicht nötig. Oh, festhalten wäre vielleicht doch ganz gut. Sag ich doch. Ich glaube, ich habe die Tasche. Okay. Tut mir leid. Alles in Ordnung. Ist kein Problem. Ich habe ja nichts gespürt. Hey! Herr Buchner? Ja? Mein Name ist Moore. Das ist meine Kollegin. Nee. Ich habe 2 Jahre lang genug von euch gesehen. Ich habe nichts gemacht. Also tschüss. Es geht um einen alten Freund von Ihnen. Marek Urban. Wo finden wir den? Kann ich nicht helfen. Und tschüss. Tschüss, habe ich gesagt. Hey, Alter, geht's noch? Keinen Zentimeter vom Dienstweg. Finden Sie es nicht auch ungerecht? Sie sitzen hier auf so einem alten, verrosteten Kahn und Marek, der hat sicher eine super Wohnung. Und das Geld. Und die Frauen. Und Sie müssen sonntags auch noch Bewährungsauflagen erfüllen. Verpisst euch, Mann! Hätte Marek für Sie auch den Kopf hingehalten? Und wäre 2 Jahre in den Knast gegangen, so wie Sie für ihn? Zum letzten Mal Abgang. Jetzt reicht's mir aber. Sie sagen uns jetzt sofort, wo wir Marek Urban finden. Ansonsten werde ich dafür sorgen, dass Sie jeden beschissenen Tag Ihrer Bewährung überprüft werden. Und wenn Sie nur einmal falsch parken, dann wandern Sie wieder in den Bau. Das könnt ihr nicht machen. Doch, das können wir. Also, wo ist er? Ich kann mit dem Staatsanwalt reden. Dann wird Ihre Bewährung runtergesetzt von 2 Jahren auf 6 Monate. Wenn Marek erfährt das... Wie soll er es denn erfahren? Okay. Es gibt einen Puff auf dem Kiez. Ach nee. Da hat er 2, 3 feste Freunde. Und wenn er Stress hat, dann kommt er bei einer unter. Bei welcher? Das weiß niemand. Tja, dann eben nicht. Hey! 2 von denen sind Junkies. Marek wird niemals bei einem Junkie unterkommen. Danke. Die Adresse gehört wirklich zu einem Bordell. Was du da vorhin gemacht hast, war wirklich super. Ohne dich hätte ich den nie. Sag mal, Franzi, bist du bei mir? Ja. Na los, komm. Emma. Entschuldigung. Was machst du hier? Ich warte auf Mama. Die ist aber gerade gar nicht da. Ich kann warten, ich habe jetzt Mann dabei. Okay. Melanie, Mattes, ihr müsst bitte mal Hans und Franzi verstärken fahren. Und zwar in Zivil. Kommt gleich jemand zu Ihnen. Bis später. Bist du ja schon wieder? Bist du wieder mit dem Bus gekommen? Nein, Papa hat mich hergebracht. Ach, und wo ist der? Er wollte nicht mitkommen. Ich habe ihm gesagt, Mama würde hier auf mich warten. Mhm. Ist gerade nicht so toll mit den beiden, ne? Ja, komm mal rein. Ich kann da auf Mama warten. Hier im Wachraum? Da würde sich alle aber bedanken, du. Ne? Komm. Warte. Marion, das ist Emma. Das ist Franzis Tochter. Hallo. Hallo.
Und das ist die Mutter von Hans' Tochter. Also bist du Hans' Frau? Nein. Das ist eine lange Geschichte. Ja, gut. Okay, also ich gehe jetzt mal rüber. Wenn ihr irgendwas braucht, seid ihr Bescheid, okay? Danke. Und warum wartest du hier? Wegen meiner Tochter Nelly. Was hat sie denn? Ja, das weiß ich leider auch nicht so genau. Du machst dir Sorgen, oder? Mhm. Ich mir auch. Weißt du, Emma, was meine Mutter immer gesagt hat? Solange morgen wieder die Sonne aufgeht, ist nicht alles verloren. Was hat das denn mit der Sonne zu tun? Naja, ich glaube, sie wollte sagen, egal was auch passiert, verlier nie die Hoffnung, dass alles wieder gut wird. Wolle, wie sieht's aus? Ich habe Melanie und Madame losgeschickt. Die unterstützen euch in Zivil. Sehr gut. Dr. Lindberg, die Sickerblutung macht mir wirklich Sorgen. Ich habe keine Ahnung, wie viel nach innen blutet. Ich weiß nicht, wie lange ich ihn noch ruhig stellen kann. Wir können das Messer ja wohl kaum hier empfinden. Er läuft uns vor unseren Augen aus. Und wenn wir uns chirurgische Instrumente reinbrechen lassen? Ach, keine Chance ohne Licht und ohne CT. Wir können das Messer nur im OP entfernen. Ja, aber wir müssen irgendwie Zeit gewinnen. Ja, wir müssen irgendwie die Blutung stoppen. Am besten, wir bringen ihn erstmal in Kopftieflage. Frauke? Das Teil ist jetzt da und der Techniker baut es ein. Ja, und wie lange wird das dauern? Naja, es soll jetzt wohl schnell gehen. Okay, halten Sie uns auf dem Laufenden. Der Techniker ist in den letzten Zügen. Okay. So, wir bringen ihn erstmal in Kopftieflage. Ich hab's eine Waren besorgt. Okay, pack nur das Geld ein. Sonst nichts. Alles klar. Wenn du versuchst abzuhauen oder zu schreien, oder wenn du mir auf die Nerven gehst, dann breche ich dir die Nase. Mal sehen. Ihr könnt mich nicht aus dem Land bringen. Was habe ich gerade gesagt? Ich will nicht nerven, ich will nur leben. Dann halt die Fresse. Ich habe noch 3 Chargen Crystal von euch. 3 Ladungen, die Polizei nicht entdeckt hat. Das sind mindestens 50.000 Euro. Wollt ihr die einfach hier lassen? Die lügt. Die Polizei hat alles mitgenommen. Nur euren Stoff. Ja. Meint ihr, ihr lasst einen Junkie wie Florian Drogen kochen und er behält nichts für sich? Scheiße! Ich hab's doch gewusst. Und wo ist das Zeug? Das sag ich nicht. Hede. Okay, was willst du für die Drogen? Euer Ehrenwort, dass ihr mir nichts tun werdet. Wenn Thomas überlebt, dann lasst ihr mich ebenfalls leben. Wir sollten einfach abhauen. Bist du völlig bescheuert, Mann? 50 große Scheine. Wofür machen wir die ganze Scheiße hier? Okay. Du hast einen Deal. Natürlich nur, wenn Thomas überlebt. Und wenn du mich verscheißest, dann mache ich dich sofort kalt. Verstanden? Fäng uns hin. Hans, wir sollten warten, bis Mattes und Melanie da sind. Ich will nur sehen, ob Nelly da ist oder nicht. Na los, komm. Frau
Frauke, Wolle hier. Sag mal, gibt's inzwischen irgendwas Neues über den Tomasz Orbán? Steckt immer noch fest. Also Messer und Aufzug. Ja, gut. Danke. Sie wollen Ihrer Tochter helfen. Das verstehe ich absolut. Aber was können Sie tun? Die Polizei rufen? Wer sind Sie? Lana Preis, LKA. Also nochmal. Wenn Sie hier rausgehen, was können Sie tun? Ich muss was tun. Ich kann hier nicht einfach nur so rumsitzen. Soweit ich weiß, hat Nelly selbst dafür gesorgt, dass Sie hier auf dem PK bleiben. Okay, Sie kennen es bestimmt aus Horrorfilmen. Frau in Gefahr, der Killer verfolgt sie, sie verliert die Nerven, schreit, macht irgendwas Dummes. Versteckt sich im Schrank oder fällt hin oder irgend sowas. Und man sagt sich, oh Mann, du dumme Kuh, warum? So Filme kennen Sie, oder? Was wollen Sie von mir? Seien Sie keine von diesen Frauen. Wenn Sie wirklich helfen wollen, bewahren Sie einen kühlen Kopf, kommen wieder mit rein, wo Sie sicher sind. Kommen Sie. Wie ist der Druck? Senkt immer weiter. Puls bei 120. Wir müssen uns beeilen. Wir müssen die Blutung unbedingt eindämmen. Frauke? Also ungefähr 15 Minuten, meint der Techniker. Ja, er ist unten bei der Aufzugtechnik. Frauke, wir haben keine 15 Minuten mehr. Die Klinge scheint disloziert zu sein. Es blutet zu stark. Ich muss versuchen, die Blutung einzudämmen. Okay. Frauke? Wenn ich das gleich hier mache, dann darf es keine starken Bewegungen geben, klar? Alles klar. Der OP ist vorbereitet. Gut, bis gleich. Achtung, auf keinen Fall den Aufzug starten. Hallo? Bitte Bescheid. Aufzug starten. Ich kann die nicht mehr sehen. Ich glaube, da vorne... Ja, was? Da? Oder da? Oder da? Scheiße! Scheiße, scheiße, scheiße! Fahr doch einfach mal erstmal weiter. Fuck! David, Hans hier. Hey, ich habe die Geschichte mit deiner Tochter gehört. Du weißt Bescheid? Ja, Frauke hat mich informiert. Es tut mir leid. Gut, okay, seid ihr noch im Aufzug? Gerade wieder raus. Pass auf, David. Ich brauche unbedingt diesen Tomasz am Telefon. Das geht leider nicht, der wird gerade operiert. Komm, Mensch, die Entführer, die können jeden Moment anrufen. Hans, er ist narkotisiert. Verdammt nochmal, ich habe nur noch 10 Minuten. Hol mir diesen Tomasz ans Telefon! David, bitte! Es tut mir leid. Wirklich. Hans? Hans? Franzi, wo seid ihr denn? Sorry, ich musste gerade schnell gehen. Wir haben Nelly und ihren Führer bis zur Reeperbahn verfolgt. Wie ist denn jetzt der Stand? Ja, wir haben sie verloren. Sag mal, gibt es hier in der Nähe der Reeperbahn noch irgendeinen anderen Treffpunkt von Marek und seinen Leuten? Stammkneipe? Keine Ahnung, irgendwas. Wir stehen in der Blumenberger Tweete. Andere Verbindungen von Marek zur Reeperbahn, oh Gott. Warte mal. Das ist bei der Erkmannstraße um die Ecke. Das China-Restaurant. Was? Gekochter Hund, Drogenküche, Crystal Meth. Hans, lass uns fahren. Wohin? In die Erkmannstraße. Warum? Weil da das Drogenlabor von Marek und seinen Leuten ist. Liegt doch nahe, dass sie da hinfahren. Los, komm. Bleib draußen und check, dass die Luft rein ist. Alles klar.
Los. Du zuerst. Aber ganz langsam. Wenn du hier lebend raus willst, dann zauber mir drei fette Chargen Kristall her. Okay, okay, okay. Und in 5 Minuten telefoniere ich mit Tomasz. Sonst haben wir beide ein Problem. Okay, es ist da oben hinter dem Regal. Damit du nicht auf dumme Ideen kommst. Giftig. Was ist mit meinem Bruder? Der wird behandelt. Und er kommt ganz sicher durch. Papa, bitte geh einfach. Sei still! Ich will mit meinem Bruder sprechen. Papa? Jetzt sofort! Ich habe viel gelernt durch diese ganze Drogensache hier. Nicht nur, dass ich mich ändern muss, sondern auch, dass Wasser mit Lithium reagiert. Da. Hallo? Können Sie mal stehen? Hauke. Ah. Gehört jetzt ruhig? Ja. Gute Arbeit. Hallo? Alles gut bei dir? Ich habe gelernt, dass Lithium mit Wasser reagiert. Du bist definitiv meine Tochter. Thomas durch? Ich denke schon. Das ist gut. Was Sie vorhin im Aufzug geleistet haben, das war ausgesprochen professionell. Dankeschön. Tschüss, Dr. Jonas. Tschüss, Dr. Lindberg. Gehört, dass du hier wartest. Ich wollte fragen, ob das stimmt, dass Papa nicht mehr nach Hause darf. Ja, das ist erstmal so.
Das ist für dich, damit du dich wieder mit Papa verträgst. Danke. Aber ich glaube, das wird erstmal nicht gehen. Aber wenn ich mich mit Felix streite, dann müssen wir uns auch ganz schnell wieder vertragen. Ja. Bei Mama und Papa, da ist das aber was anderes. Aber warum? Ach, Emma. Ich kann dir das irgendwie nicht so richtig erklären. Hey, weißt du, was ganz wichtig ist? Mama und Papa haben euch alle ganz doll lieb. Euch alle drei. Egal, was passiert. Okay? Solange die Sonne morgen wieder aufgeht, ist nicht alles verloren. Darf ich denn jetzt einfach erstmal gehen? Die Sache wird aber schon noch Konsequenzen haben. Hans. Nur wenn Nelly verspricht, dass sie keinen Ärger mehr macht. Versprochen, Papa. Von mir kommt erstmal kein Ärger mehr. Bei dem Einbruch in den Medikamentengroßhandel gestern wurden ausschließlich rezeptfreie Erkältungsmittel gestohlen. Das klingt nicht besonders wichtig, aber Franziska und Hans haben herausgefunden, dass mehr dahinter steckt. Alle gestohlenen Medikamente enthalten nämlich Ephedrin, ein Basisbestandteil des sogenannten Crystal Meth. Das Dreckszeug wird jetzt also nicht mehr nur in Tschechien hergestellt, sondern auch in unserem schönen Hamburg und ist bei Arbeitern und Studenten genauso angekommen wie in der Partyszene. Halb Hamburg putscht sich auf. Melanie und Mattis haben ein Drogenlabor ausfindig gemacht. Dort haben sie auch die gestohlenen Erkältungsmedikamente sichergestellt. Drogenlabor, wo ist im Buch gestellt? Außerdem konnten wir einen von zwei Drogenköchen festsetzen. Polizei! Keine Bewegung! Mit dem Gesicht zur Hand! Machen Sie die Beine auseinander! Jetzt nehmen Sie die Hände nach oben. Und jetzt drehen Sie sich um. Du wusstest die ganze Zeit, dass Nelly in die Sache verwickelt ist. Was hattest du denn vor? Wolltest du sie außer Lande schaffen und so tun, als wäre nichts gewesen? Ich komm, das ist doch Blödsinn, ja? Reden Sie ruhig weiter. Eine Sekunde mal, wer sind Sie eigentlich? Werner Preis, LKA. Und das ist mein Fall. Mit anderen Worten, ich stelle hier die Fragen. Also wofür wolltest du Zeit gewinnen? Damit Nelly abhauen kann? Ich wollte wissen, wie es passiert ist, wie sie da reingeraten ist.
Wir reden hier von meiner Tochter. Was soll das? Du hast alles gekriegt, was du wolltest. Du sprichst dich rum, dass du mit den Bullen arbeitest. Das kann ich nicht einfach durchgehen lassen. Nein. Keine Sorge, nur eine kleine Gravur. Keine Bewegung! Polizei! Legen Sie das Messer weg! Ihr nehmt die Waffen runter. Na los! Ganz ruhig. Messer runter. Die Waffen runter, Mann. Nehmen Sie das Messer runter. Auf den Boden und dann an die Wand. Wenn ihr euch einen Zentimeter bewegt, schlitze ich die Kleine auf, okay? Okay, ganz ruhig, ganz ruhig. Leg die Waffe weg. Hans, auf den Boden, Mann. Leg sie weg. Eine Kaffeedusche genommen? Ja, der Aufzug hat einen Ruck gemacht und platsch. Ich rufe mal gleich den Techniker an. Das habe ich schon gemacht. Sie müssen gleich da sein. Wo ist Dr. Jonas? Im Schockraum. Notfall, Messerstichverletzung. Warten Sie auf uns. Bleiben Sie drin, wir haben keine Zeit. Er muss sofort ins CT. Frauke, sagen Sie Bescheid, dass wir kommen. Mach ich. Danke, geht schon.